So, sehr schön. Haben wir das geklärt. Hier runter hier. Und ja, nichts weg vor der wütenden Meute, weil ich ihren schönen Bus kaputt gemacht habe. Da sprengen sie sich selbst weg. Und ich habe auch nichts gegen. So. Ich laufe gerade zufällig in Richtung Story Mission. Und dann würde ich sagen, ist das ein Zeichen, dass ich sie auch machen soll. Ja, vor allem, dass sie gerade wirklich direkt hier vor mir ist. So, werden wir mal den guten John besuchen, wenn sie uns lassen. Vor allem sollte ich nicht quasi alleine kommen und ruhig kommen, weil ihnen zu viel Action verschrecken könnte. Naja. Ich würde jetzt ein paar wildgewordene Dustmen, die mit Raketenwerfern auf mich schießen, nicht gerade als Action bezeichnen. So, den Deadwop habe ich schon. Den Dreadlock. John, you here? John White, we are here to extract you. Please maintain your current position. You brought a chopper? I told you to come alone. They're not with me. I don't know who they are. Damn it! John, there's no need to run. We're here to help you. Why the hell did you send a chopper? John took off. I didn't send anything. If it's the First Sons, you need to get to John before they do. Follow that chopper and don't let it out of your sight. Ooh. Get to the chopper. So. Wo ist eine Zipline? Hier ist eine Zipline. I'm trusting you on this one, Cole. Keep me informed. Not like I got much of a choice. So, überall, wo man lang muss, gibt es eine Zipline. Das erleichtert die ganze Sache natürlich. Zumindest hoffe ich das, dass ich den richtigen Weg nehme. Und der Chopper ist schon wieder ganz weit weg. Na schön. Das ist ein Thema richtiger Weg. Sonst bin ich gleich schon wieder auf Bodenhöhe. Aber zumindest kann ich hier die Lines nehmen. So, gleich schon wieder runter. Na, reicht jetzt, reicht jetzt. Hallo. Das nervt mich manchmal. Es müsste ein Lock-on-Button geben. Ob ich nur auf die Zipline möchte oder nicht. In dem Fall halt das Gleis. Der ist schon ewig weg, aber der ist dann auch schön. So, hier irgendwo eine Line, die ich benutzen kann. Leider nicht, leider nicht. Doof. Da unten. Nehmen wir die. So, und wer es wiedererkennt, das Thema, das im Hintergrund läuft, ist das, was aus meinem Intro stammt. So, wo ist der Chopper? Irgendwo da hinten müsste er sein. Wenn ich dem Radar glauben darf. Hier ploppt plötzlich so ein Ding auf. Auch sehr seltsam. Ich will das Ding da haben. Auch wenn ich den Chopper dafür verpasse. Mir auch egal. So, da hinten. Gleich wieder runter. Schön, wenn man so durch die Stadt kommt, hat man Zeit, so ein paar Blastcharts einzusammeln. Und irgendwie scheine ich ja den Helikopter zumindest immer zu sehen. Und bisher stand er nicht da. Mach lieber hin, sonst ist er weg. Last Shot! Krieg ich vielleicht wirklich noch die nächste Stufe voll, aber wobei 17 ist natürlich auch noch eine ganz schöne Menge. Das ist aber plötzlich jetzt ganz schön weit weg hier. Das gefällt mir nicht. Irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, dass hier im Kreislauf kann das sein. Hab ihn jetzt schon 10 Minuten nicht mehr gesehen, aber gut. Auf der Karte wird er gleich, wurde er gerade als Punkt angezeigt, dementsprechend fliegt er relativ tief. Don't lose
relativ, ha. Spitze. Ja, ich würde sie ja gar nicht losen, aber ich sehe sie nicht mehr. Also gut, das ist meine eigene Schuld, aber... Na, schnell hin da. Get to John. Okay. Erst noch ein Battery Core, jetzt sind wir schon bei 15, also... Könnte noch was werden. Muss ich die ein oder andere Nebenmission annehmen, wo ich gleich 5 kriege. Dann wird es wirklich noch was. So, get to John. Hallo John. Stand down, John. His operation's been terminated. No one's taken me in. Damn it, John. Cease fire. We're here to get you out. Das war aber nicht ich. Das wäre ich aber gern gewesen. Was kam denn an denen geflogen? Okay. Why can't anything be simple? Oh crap. That damn thing is gonna throw the chopper's gas tank at me. And even if it doesn't score a direct hit, the explosion's still gonna mess me up. I could shoot the tank now, use it to blow off the golem's arm. That'd make my life easier. But the explosion will incinerate all those injured people. Naja. Pech. So. Evil. Hab ich drauf. Das ist alles doof, wenn man keinen unendlichen Strom hat. Und der Strom hier ist nur so rar gesät. Aber naja, zumindest schon mal einen Arm weniger. Doof, dass ihm der bessere Arm bleibt mit der MG. Irgendwie muss ich an Strom kommen. So. Aber er hat schon leicht die Farbe geändert. Sollte nicht mehr so lange dauern. Oh, jetzt hat er gar keine Arme mehr. Das ist natürlich schade für ihn. Und gut für mich. Aber jetzt macht er trotzdem den Quatsch hier. Trotz ohne Arme nicht. Ja, das ist, was ich vorhabe. Ich möchte ihn so gut verschonen wie möglich. Denn er ist bestimmt ein super Skat-Kumpel. Peng! John. John. Hey man, it's clear. Great. I save his life and he bails. Und weg ist der gute John. Tja, kein klarer Spruch von Moya oder so? We have 2 minutes 45 seconds before they can triangulate my position. And I plan on being gone before then. So keep your mouth shut and listen. I know you're not with the agency. Too undisciplined, too cocky. But I also know that you want the same thing I do. The Ray Sphere. You're gonna help me get it. So you know where it's at? One of my UAVs spotted it on top of Alden's tower. Find someone to help you retrieve it. Someone you can trust. 2 seconds. What do you want me to tell Moya? Who the hell's Moya? Your wife? You are getting played. I have never been married and don't know anyone named Moya. 1 minute 19 seconds. You're screwing with me, right? She's an FBI agent just like you. FBI agent? Yeah, that'd be the day. I hate those bastards. You won't see me, but I'll know when you have the Ray Sphere. Once it's in your possession, we'll figure out how to destroy that damn thing. So viel zum Moya. Tja, ist wohl nicht die, die sie gespielt hat. Tja, und nü? Muss sie wahrscheinlich warten, bis er Moya kontaktiert hat. Oder umgekehrt. Kein Objective da. Hey. Listen, I really need your help or something. Wow, is that a fact? Well, you made it sound like I wasn't working. Look, we can't talk about this over the phone. Just meet me over by that big tower the transients are building, and I'll fill you in. Cool? Sure, man. See you there. So, wieder eine Mission da. Sehr schön, dass wir gleich bei einer stehen. Achso, weil ich ihn da runtergekickt habe. Okay, ey, das gibt 5 Blast Shards. Super. Und ich bin fast infamous. Also, ich bin schon infamous, aber ich bin fast... Richtig badass in Famous. Hi. Was macht ihr denn da? Außer in die Luft fliegen.
So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo es ist. Irgendwo auf dem Balkon. Na dann, ab in die Höhe. Was sind die anderen Informationen? Balkon. Achso, und diese Vogelstatuen da an der Seite. Das... Oh, na toll. Bin schon da. Einmal umgedreht und schon da. Jupp. Und das war's.